بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله على بام من هاتسيجن alles gut mit Allah den Herrn der Welten Allah Segen und Heil und Herzlichkeit den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bitte Allah azza wa jall, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, dass er uns unsere Sünden vergibt, unseren Iman stärkt, unser Wissen vermehrt und uns die Kraft gibt, dass nützlich Erworbene und die Tat umzusetzen. Liebe Geschwister, wir haben beim letzten Mal uns über die Bedeutung vom Begriff At-Tawhid unterhalten und haben angefangen über den ersten, den zweiten Aspekt von At-Tawhid zu sprechen, der Aspekt der Rububiyya, okay. Und dann haben wir gesagt, also das wird die weitere Linie sein, wir wollen uns über den Aspekt der Rububiyya unterhalten und dann über die Abschweifungen, die es in der islamischen Umma diesbezüglich gibt und danach über die Uluhiyya und dann auch über die Abschweifungen, die es in Bezug auf die Uluhiyya gibt und was damit dazu gehört, denn das Thema der Uluhiyya ist ein großes Thema und wird auch mehr Zeit in Anspruch nehmen, inshallah, als das Thema der Rububiyya. Warum ist eigentlich ganz einfach, denn das Thema der Rububiyya ist kein Thema, und ich erinnere noch einmal, Rububiyya geht es um die Tatsache, dass Allah Azza wa Jal der einzige Rabb ist. Und wir haben gesagt, zu dem Begriff Rabb gehört dazu, dass Allah Azza wa Jal der Eigentümer von allem ist. Denn Rabb auf Arabisch bedeutet unter anderem Sahib. Und Sahib hat eine der Bedeutungen von Sahib ist Besitzer bzw. Eigentümer. Und Rabb ist der Versorger und Rabb ist der Erzieher. Und Rabb ist der Herrscher, derjenige, der alles bestimmt und der alles lenkt. Und diese Bedeutung insgesamt und was sich daraus an anderen Taten ergibt, wie das Allah Azza wa Jal, wenn er alles reguliert, dann reguliert er auch natürlich, wann wer lebt, wann wer stirbt, wer erhöht wird, wer erniedrigt wird, wer von Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt wird und wer nicht. Und all dies, diese Bedeutung haben wir zusammengefasst als der Tawhid in Bezug auf Allahs Taten subhanahu wa ta'ala. Und warum ist diese Kategorie von Tawhid keine so große Kategorie, über die man sich so lange unterhält wie über andere? Aus einem ganz einfachen Grund, weil die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala in Bezug auf die Rububiyya, diese Eigenschaften, das heißt die Eigenschaften seiner Taten, sind Taten, die sich kein vernünftiger Mensch jemals zuschreiben wird. Natürlich die anderen Sachen auch nicht normalerweise, aber diese Taten besonders nicht. Denn wenn jemand über sich selbst sagt, ich habe etwas erschaffen, dann wird man ihm sagen, okay, dann erschaffe etwas und wir sehen, ob du die Wahrheit gesprochen hast oder nicht. Und wenn jemand über sich selbst sagt, ich bin derjenige, der Leben gibt, dann sagen wir, bitteschön, gib Leben und du wirst sehen. Und so weiter und so fort. Und wenn jemand behauptet, er reguliert den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang, dann sagt man zu ihm, dann sorg eben dafür, dass die Sonne nicht im Westen untergeht, sondern im Osten einmal. Ja? Und deswegen wird diese Behauptung kein vernünftiger Mensch für sich, oder wird kein vernünftiger Mensch, der irgendeinen Teil der Rububiyya für sich beanspruchen, beziehungsweise ist das ein seltenes Vorkommen. Es gibt es, aber es ist seltener als sicherlich andere Kategorien. Und der sogar Pharaon, er sagte, und Allah berichtet uns im Koran darüber, er sagt, Alaysa li mulku Misra. Das heißt, gehört mir nicht das Reich Ägyptens. Also er will damit ausdrücken, dass er der Herrscher ist und dass er derjenige ist, der etwas zu sagen hat. Aber er konnte nicht sagen, mir gehört alles. Beziehungsweise hat er gesagt, er sagt, an Rabbukum al-A'la, aber ich meine, er wird nicht sagen, ich bin der Rabb im Sinne von, dass ich alles erschaffen habe. Und dann hätte man ihm sagen können, bitteschön, dann erschaffe mal etwas und sorge dafür, dass du nicht stirbst, sorge dafür, dass du nicht krank wirst, sorge dafür, dass du keine Fehler begehst und so weiter und so fort. Und all dies hat sein Volk nicht gemerkt, als Pharaon sagte, Ana Rabbukum al-A'la. Denn wenn sie
das gemerkt hätten, hätten sie ihn ganz einfach auf die Probe stellen können und seine Lüge wäre deutlich geworden. Aber Tatsache ist, dass Pharaon diesen Anspruch nicht erhoben hat, dass er der Schöpfer von allem ist. Der Namrud, man sagt, es war Namrud, in dem Gespräch zwischen Ibrahim und einem der Herrscher, wie es zur Baqarah erwähnt ist, man sagt, der heißt Namrud, wie ihm auch sei. Er hat zwar behauptet, ich bin derjenige, der lebendig macht und sterben lässt. Aber was meinte er damit? Er meinte damit, ich bestimme, wenn ich jemanden töten will. Und ich bestimme, wenn ich jemandem das Todesurteil erlassen möchte. Das ist, was er sagen wollte. Und das ist natürlich nicht das, wovon wir reden. Wir wissen, dass ein Mensch imstande ist, jemanden zu töten. Das wissen wir. Aber es geht hier darum, dass ein Mensch, wenn er auch das versucht, so ist er nicht derjenige, der den anderen sterben lässt. Denn sterben bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Todesengel schickt und dass er die Seele vom Körper wegnimmt. Und lebendig machen bedeutet nicht, dass er jemandem, auf den das Todesurteil steht, dass er das aufhebt. Und lebendig machen bedeutet, dass er einen leblosen Körper nimmt und ihm die Seele einhaucht und ihn dadurch lebendig macht. Insofern war das nur eine Wortspielerei, die sich dieser König erlaubt hat. Und deswegen ist Ibrahim a.s. darauf nicht weiter eingegangen. Ne? Hat dann einfach gesagt, so nach dem Motto, okay, kein Problem, wenn du das so meinst, dann Allah sorgt dafür, dass die Sonne im Osten aufgeht. Sorg du dafür, dass die Sonne im Westen aufgeht. Und dann war er schockiert, beziehungsweise wusste nicht mehr, was er sagen soll. Und das Gespräch war sozusagen schon vorbei. Denn jeder hat verstanden, was der andere wirklich meint. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam brauchte auch nicht lange, den Leuten zu erklären, dass Allah es ist, der alles erschaffen hat. Und dass Allah es ist, der uns versorgt. Und dass Allah es ist, der uns Leben gegeben hat. Und so weiter und so fort. All diese Eigenschaften der Rububiyya. Warum? Weil die Leute damals schon haben daran geglaubt. Und auch heutzutage, die allermeisten Menschen, sie glauben, dass es Allah subhanahu wa ta'ala gibt und sie schreiben ihm auch diese Eigenschaften alle zu. Zumindest von denjenigen, die an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Sie glauben, dass Allah diese Eigenschaft hat. Sogar viele Christen, wenn du sie fragst und sie glauben, viele Christen glauben, dass Jesus göttliche Eigenschaften hat oder dass Jesus Sohn Gottes ist. Trotzdem, wenn du sie fragst, wer hat Himmel und Erde erschaffen, sie werden sagen Gott. Und wir werden nicht sagen, Jesus. Von der Fitra her, kein Mensch wird das einem Menschen zuschreiben. طيب. Dafür gibt es natürlich viele Beweise aus dem Koran al-Karim. Lesen wir unter anderem die folgenden Ayat vor, als Hinweis darauf, was Sie gerade eben gesagt haben. Allah Azza wa Jal sagte in Surat Yunus in der 31. Ayah, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلُكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Sprich, wer ist es, der euch von Himmel und Erde versorgt? Und wer ist es, der in dessen Hand das Gehör und das Augenlicht ist? Und wer ist derjenige, der das Lebendige aus dem Toten hervorkommen lässt? Und wer ist derjenige, der das Tote aus dem Lebendigen hervorkommen lässt? Und wer ist derjenige, der alles reguliert? Sie werden sagen, Allah. Das ist die Antwort der Götzendiener zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. In einer anderen Ayah sagte Allah azza wa jal, Surat al-Zukhruf, Vers 9, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Und wenn du sie fragen würdest, wer hat Himmel und Erde erschaffen? Sie werden sagen, erschaffen hat sie der Allmächtige, der Allwissende. Also, hier sehen wir alles Eigenschaften der Rububiyya. Die Schöpfung, in der Ayah vorher, die Versorgung, Rizq, dann Al-Mulk, das Reich, das gesamte Reich, wem es gehört, und wer lebendig macht und wer sterben lässt, und wer alles reguliert, alles anordnet und alles bestimmt, subhanahu wa ta'ala. In einer anderen Ayah sagt Allah Azza wa Jal, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Sprich, wer ist der Rabb der Himmel, der sieben Himmel und der Rabb des gewaltigen Thrones?
Sie werden sagen, das gehört Allah. In einer anderen, das ist Surat al-Mu'minun, Vers 86 und 87. In einer anderen Ayah, es gibt viele Ayah, die gleich sind, ähnlich sind, brauchen wir nicht jede einzelne erwähnen an dieser Stelle. Wie dem auch sei, der Glaube, oder der besser gesagt, der Nicht-Glaube, der Unglaube in Bezug auf die Rububiyya, eine Form davon ist der Atheismus. Eine Form davon ist der Atheismus. Und dieser ist sicherlich, Wallahu a'lam, weiter verbreitet als der Schirk in Bezug auf die Rububiyya. Also das heißt, die Tatsache, dass jemand ganz leugnet, ist vielleicht mehr verbreitet, vielleicht, Wallahu a'lam, das ist keine Aqid-Angelegenheit, also das ist, kann sein, dass sie mehr verbreitet ist, als die Angelegenheit, dass jemand eine Eigenschaft der Rububiyya jemand anderen zuschreibt, außer Allah Azza wa Jal. Haben wir verstanden, was Rububiyya bedeutet oder noch nicht? Ja? Was? Rububiyya bedeutet, dass eine Eigenschaft von Allah eines anderen zuschreibt. Fast, fast. Geht um die Taten Allahs. Ja, zum Beispiel Allah ist allmächtig. Keiner würde einer anderen Allmacht zuschreiben. Nein. Das ist Eigenschaft seines Wesens, das ist keine Eigenschaft seiner Taten. Also zum Beispiel das lebendig machen, das sterben lassen. Dass wir wissen, wovon wir reden. Okay? Wenn wir sagen Rububiyya, dann meinen wir das. Ja? Das heißt, der, wir werden gleich verschiedene Formen sehen innerhalb der islamischen Umma in Bezug auf Schirk auf Rububiyya. Okay? Aber eine Form, die weit verbreitet ist, zumindest ein bisschen verbreitet ist, ist die Form des Atheismus. Das heißt, dass jemand sagt, dass jemand Allah an sich ganz leugnet. Sowohl seine Eigenschaften als sein Wesen, als auch seine Taten. Ganz leugnet. Er sagt einfach, das ist alles, die Natur, sie hat das gemacht. Die Natur ist das, die dafür sorgt, dass die Sonne aufgeht. Die Natur ist dafür sorgt, dass jemand lebt, dass jemand stirbt und so weiter und so fort. Und dieser Materialismus oder dieser Atheismus wurde natürlich vorangetrieben durch bestimmte Ursachen. Das ist kein natürlicher Effekt. Die Menschen, wir wissen aus der Geschichte des Islam, dass die Menschen seit Adam waren Muslime. Okay? Und erst im Laufe der Zeit kam Schirk, und die Sache mit dem Atheismus ist eine Sache, die ist natürlich, hat sie auch schon zur Zeit des Koran al-Karim gegeben. Aber die ist eine Sache, die sich erst aufgrund bestimmter Ursachen verbreitet hat, stark verbreitet hat, bis in die heutige Zeit. Eine davon ist einfach ein politischer Grund, und zwar das ist der sogenannte Marxismus, der Kommunismus, Leninismus, nenn es wie du willst. All diese Begriffe, es geht um den Kommunismus an sich, der keine Religion kennt und der nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Diese Denkweise oder diese eine Ideologie, ja, weil sie beinhaltet sowohl religiöse Elemente als auch beschäftigt sie sich mit wirtschaftlichen Elementen und auch mit Weltanschauen. Diese zerstörerische Ideologie, die sich verbreitet hat und die auch schon sich selbst zerstört hat und die sozusagen kaputt gegangen ist, weil sie nicht verwirklichbar ist. Und das ist logisch, jede Sache, die nicht Allah subhanahu wa ta'ala als Ziel hat, sie wird eines Tages sowieso kaputt gehen. Ja? Der Islam ist immer da. Das wissen wir. Der Islam ist immer da. Der Islam war von Anfang an da. Der Islam erlebt logischerweise manchmal seine Blütezeiten. Manchmal geht es ein bisschen wieder runter. Je nachdem, wie stark die Leute sich dran halten. Aber es gibt immer eine Gruppe von Muslimen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das gesagt, es wird immer bis zum Tag der Verschwörung eine Gruppe von Muslimen geben, die sich auf der Wahrheit befinden. Okay? Aber alle anderen Ideologien, die merkst du, die kommen und gehen, die kommen und gehen, kommen und gehen, werden neu erfunden. Und das ist alles ein Beweis, dass es natürlich erfunden ist und dass es nicht die Wahrheit sein kann von Allah Azza wa Jal. Und jetzt wollen wir uns über ein paar Gründe unterhalten, warum sich dieser Atheismus überhaupt verbreitet hat. Weil das kommt nicht von ungefähr und von der Fitra her, von der natürlichen Veranlagung eines Menschen, kein Mensch wird sich damit zufrieden geben. Kein Mensch gibt sich damit zufrieden. Und es gibt Fragen, die stellt sich jeder Mensch. Es gibt Fragen, erstens, woher komme ich?
Zweitens, warum bin ich da? Drittens, wo gehe ich hin, wenn ich gestorben bin? Das sind Fragen, die stellt sich jeder Mensch, der einmal in seinem Augen, in seinem Leben irgendwann darüber nachdenkt. Und diese Fragen kann nur die Religion beantworten. Diese Fragen kann nur die Religion beantworten und der Atheismus kann das nicht beantworten. Und wenn du selbst nicht weißt, wo du herkommst und nicht weißt, warum du hier bist und nicht weißt, was nach dir geschehen wird, dann hast du kein Lebensziel und dann kannst du nicht zufrieden und glücklich sein. Du kannst nicht zufrieden sein, wenn du nicht weißt, wofür du da bist überhaupt. Und deswegen gibt es Ursachen, warum sich das verbreitet hat und nicht, weil das irgendwie sozusagen überzeugend klingt. Nein. Erstens haben wir gesagt, es ist ein politisches Instrument gewesen. Denn der Kommunismus hat zum Ziel gehabt, unter anderem die Religionen aus der Welt zu schaffen. Okay? Und dafür hat man auch den einen oder anderen Kopf rollen lassen. Sogar in Millionenhöhen. Okay? Wie die Geschichte uns lehrt. Insofern, es ging darum, dass man die Religionen an sich bekämpft und dass es dass man eben nicht mehr an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Warum? Natürlich immer, das ist eine Machtsache. Ja? Die Leute, wenn die Leute alle an Allah azza glauben und an ein unverfälschtes Buch glauben und eine Sunna, die unverfälscht ist, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam glauben, dann die Leute werden sich daran halten und wenn jemand ihnen etwas sagt, was dem widerspricht, werden sie sich an das halten, was Allah und sein Gesandter gesagt hat. Aber es gibt manche Menschen, die wollen Macht haben und die wollen, dass du dich nur an den Koran und die Sunna hältst, solange es für sie okay ist. Aber sobald es für sie schlecht ist, dann sollst du den Koran und die Sunna beiseite schieben. Versteht ihr? Deswegen ist es eine Sache von Macht. Deswegen müssen sie nach ihrer Ideologie die Religion natürlich bekämpfen. Aber es gibt auch andere Gründe, liebe Geschwister, die dazu geführt hat, dass der Atheismus auf Arabisch Ilhad sich verbreitet hat. Einer der Gründe dafür ist ganz einfach die Ungerechtigkeit der katholischen Kirche. Die katholische Kirche oder die christliche Kirche ganz allgemein, sie hat in der Vergangenheit ihr eigenes Image, ihr eigenes Bild, ihren eigenen Ruf zerstört. Warum? Weil sie den Weg von Jesus a.s. verlassen hat. Wenn sie auf dem Weg von Jesus geblieben wäre, dann wäre sie nicht das, was sie heute ist. Und die Kirche ist heutzutage ein Apparat, der sehr viel Macht hat. Und warum? Weil er natürlich auch sehr viel Geld hat. Ja? Und es ist keine rein religiöse Angelegenheit mehr. Und es geht, die Liebe ist nicht mehr für Gott oder für Jesus untereinander, sondern teilweise nur noch, wer Kirchensteuer zahlt und wer keine Kirchensteuer zahlt. Und wenn du keine Kirchensteuer zahlst, dann bekommst du auch kein christliches Begräbnis und so weiter und so fort. Okay? Deswegen ist eine ganz andere, die Kirche hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen, als den Jesus a.s. gehabt hat früher und seine Anhänger bzw. seine Jünger. Die Ungerechtigkeit hat sich gezeigt unter anderem den Steuern, die Kirche verlangt hat von ihren Bürgern, von ihren Anhängern. Und deswegen gibt es sogar in der islamischen Geschichte teilweise, wenn die Muslime ein Land angegriffen haben und es befreien wollten von dieser Ungerechtigkeit, dann haben die Bauern sich kurz überlegt, Moment, die Muslime, was verlangen sie von uns? Jizya. Jizya, das ist ein Dinar pro Erwachsenen im Jahr, wenn er dazu fähig ist. Und der andere, die andere Kirche, sie verlangt von uns die Steuer und Grundsteuer und Erbsensteuer und Karottensteuer und weiß nicht was. Am Endeffekt haben sie allein schon aus Geldgründen gesagt, auf Wiedersehen, wir gehen lieber zu den Muslimen. Okay? Erstens ist ihre Aqida vernünftig und einfach. Zweitens, die Jizya bezahlen wir und die ist ein Bruchteil von dem, was wir den anderen bezahlen. Und drittens, viele sind natürlich dem Islam eingetreten, weil der islamische Religion natürlich viel logischer den Menschen erscheint, denn eins ist viel einfacher als eins ist gleich drei zu verstehen. Ja? Das ist, denke ich, eine Sache, die ganz einfach ist. Und deswegen diese Ungerechtigkeiten, wodurch die Bauern versklavt worden sind, sodass sie sich abgeackert haben, sie hat dazu geführt, dass die Menschen sich abgewandt haben von der Kirche. Und deswegen viele Leute, sie haben eine Abneigung gegen Religion allgemein. Warum? Weil sie haben das Bild der Religion aus dem Christentum bekommen. Ja?
Und sie denken, dass alle Religionen sind so, wie die Kirche das Christentum lehrt. Ein weiterer Grund ist natürlich nicht nur die Ungerechtigkeit der Kirche gewesen, sondern auch die falsche Aqida, der falsche Glaube, der gelehrt wird. Denn die Menschen haben einen Verstand. Und es gibt viele Christen, wenn du sie fragst, obwohl sie katholisch aufgewachsen sind, fragst du sie, sag mal, glaubst du, Jesus ist Gott? Sagt er sie, nein. Jesus ist doch nicht Gott. Jesus hat doch gegessen, getrunken, gebetet, zu Gott gebetet. Wie soll er Gott sein? Er hat doch gefastet. Ja? Und nach ihrem Glauben wurde er gekreuzigt. Also wie kann er Gott sein? So völliger Quatsch. Ja? Und deswegen, viele Christen, sie glauben das gar nicht, dass Jesus tatsächlich Gott ist oder Sohn Gottes ist oder Teil einer Dreifaltigkeit ist und wie das auch verschiedenartig ausgelegt wird. Das heißt, das ist natürlich eine der wichtigsten Sachen, denn die Dreifaltigkeit, die Trinität, der Glaube, dass Gott der Vater und Gott der Sohn und der Heilige Geist, dass diese drei göttliche Wesen, drei Personen, eine Person sind. Ja? Dieser Glaube ist ein Glaube, der widerspricht dem menschlichen Verstand. Und es kann nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschafft, ihm einen Verstand gibt, mit dem er nicht begreifen kann, das, was er begreifen muss, um ins Paradies zu kommen. Deswegen nicht, dass wir verwechseln. Bei Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt Eigenschaften, die kann man nicht begreifen. Das ist klar. Aber diese Eigenschaften, die widersprechen aber nicht unserem Verstand. Das ist der eine Punkt. Die widersprechen nicht unserem Verstand. Und zweitens, das, was wir über Allah azawajal sagen, sagen wir, weil Allah es über sich gesagt hat, beziehungsweise weil der Prophet es über Allah gesagt hat. Beim Christentum, die Dreifaltigkeit, die hat weder Gott über sich gesagt, noch hat das Jesus über sich gesagt. Sondern das ist eine, freundlich ausgedrückt, Uminterpretation verschiedener Überlieferungen, die es in der Bibel gibt. Ein weiterer Grund ist natürlich auch die falsche Weltanschauung, die die Kirche vertreten hat und sich dadurch unglaubwürdig gemacht hat. Und deswegen müssen wir Muslime besonders aufpassen, dass man aus diesen Fehlern eben lernt. Also das heißt, die katholische Kirche hat eine Zeit lang, und das kennen wir aus der Geschichte von der Kirche mit Galileo Galilei, sie haben die Weltansicht gehabt, dass die Erde in der Mitte des Universums steht und still ist und alles andere sich außen herum bewegt um die Erde. Und diese Sichtweise gilt als bewiesen falsch. Und wenn sie als bewiesen falsch gilt, dann stellt sich jetzt die Frage, hat die katholische Kirche das im Namen der Religion gesagt? Haben sie dafür einen Textbeweis gehabt, warum sie das gesagt haben? Wenn ja, dann kann das nicht mehr von Gott sein. Dann ist alles in Frage gestellt. Weil sobald du einen einzigen Fehler findest in einem Buch, was Gott zugeschrieben wird, dann wer garantiert mir, dass die anderen Teile des Buches keine Fehler beinhalten? Oder sie haben selbst diesen Fehler begangen, haben das der Religion zugeschrieben, dann verlieren wir unser Vertrauen in diese Leute, die im Namen der Religion etwas dieser Art gesprochen haben und die Menschen sogar verfolgt haben deswegen. Weißt du, man kann ja verschiedene Ansichten haben, auch mit dem muslimischen Geld gibt es verschiedene Ansichten und kann sein, eine stellt sich im Nachhinein als falsch heraus. Gibt es. Aber keiner wird sagen, das ist sozusagen hundertprozentig die Wahrheit, es sei denn, es gibt eine klare Ayah und einen klaren Hadith. Und zweitens, wie gesagt, er wird das der Religion zuschreiben gemäß seinem eigenen Verständnis und er wird das nicht als bedingungslose Wahrheit der Religion zuschreiben. Und im Koran al-Karim, deswegen müssen wir Muslime erst recht aufpassen, denn unter den Muslimen gibt es auch viele Leute, die sich unterhalten über das Thema der wissenschaftlichen Wunder im Koran und das Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie schreiben dem Koran teilweise Sachen zu, die nicht drin stehen im Koran. Stehen einfach nicht drin. Ja? Und teilweise, es gibt sicherlich hundertprozentig Ayat im Koran al-Karim, die wissenschaftliche Wunder im wahrsten Sinne des Wortes darstellen, die unser Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals hätte wissen können. Das gibt es. Aber leider wurde in diesem Bereich übertrieben. Und es geht sogar so weit, dass manche Menschen denken,
dass sie etwas über den Koran besser verstehen als die Salaf. Dass sie sagen, ich verstehe diese Aya besser als Abdullah ibn Abbas und Abdullah ibn Mas'ud und Zayd ibn Thabit und wie sie alle heißen, radiallahu ta'ala. Und das ist eine Katastrophe. Denn es kann nicht sein, dass du ein Wort aus der arabischen Sprache besser verstehst als die Leute, in deren Sprache das herabgesandt worden ist. Das kann nicht sein, per Definition nicht. Allah sagt, dass er jeden Gesandten, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, jeden Gesandten haben wir mit der Sprache seines eigenen Volkes entsandt. Deswegen kann nicht sein, dass du dich besser auskennst als die Sprache von den Leuten damals. Und die ganze Sache mit den wissenschaftlichen Wundern ist nur, die Leute damals haben daran geglaubt, ohne das direkt gesehen zu haben. Und wir haben heutzutage, natürlich haben wir auch daran geglaubt, ohne es gesehen zu haben, aber wir haben es zusätzlich vielleicht noch wissenschaftlich bestätigt bekommen oder mit eigenen Augen etwas gesehen, was sie damals noch nicht gesehen haben. Genauso wie ein Sahabi an ein Schwein glaubt, dass es existiert, weil es im Koran erwähnt ist, aber vielleicht hat es nie gesehen. Und wir haben das Schwein gesehen. Deswegen wissen wir, okay, die Wahrheit, die Eier stimmt, ja. Das ist jetzt natürlich kein wissenschaftliches Wunder, aber wie gesagt, nicht jeder hat jedes Tier gesehen. Okay? Und deswegen, liebe Geschwister, muss man da dringend aufpassen, dass man nicht über den Koran al-Karim Dinge sagt und manche übertreiben und sagen, im Koran steht dies, im Koran steht das, im Koran steht, dass man auf den Mond gehen kann, im Koran steht weiß nicht was. Und deswegen, die Leute übertreiben in diesem Thema, weil sie über Allah ohne Wissen sprechen und weil sie nicht nachschauen, wie haben eigentlich die uns vorausgegangenen, rechtschaffenden Menschen diese Ayat überhaupt verstanden. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man immer guckt, wie haben die Menschen damals diese Ayat verstanden. Denn die Menschen damals sind die besten Menschen, gemäß der Aussage Allahs. Kuntum khaira ummatin ukhrijatin nas, ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgekommen ist. Deswegen guck nach, wie die beste Gemeinschaft es verstanden hat, denn wenn du genauso dich auf den Weg zu Allah machst, wie die Menschen damals, dann du wirst mit ihnen im Paradies sein. Wenn du es anders machst, du wirst nicht besser sein als sie, geht nicht. Und du wirst nicht genauso gut sein wie sie, weil du machst es ja anders. Deswegen bleibt mir übrig, dass du schlechter machst als sie. Und das ist natürlich die große Gefahr, die dahinter steckt. Was diese Weltanschauung angeht, Allah sagt im Koran al-Karim, وَكُلُّمْ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, und ein jedes Gestirn läuft in seiner eigenen Umlaufbahn. Oder läuft in einer Umlaufbahn. Insofern wissen wir, sogar glauben wir, dass es Kufr ist, wenn jemand sagt, dass eines dieser Gestirne und Planeten stillsteht. Weil Allah sagt, jedes davon bewegt sich. Fertig. Und wer etwas anderes sagt, leugnet diese Eier, möge Allah uns davor bewahren. Tayyib. Der nächste Grund, warum der Atheismus sich aufgeweitet hat, wie gesagt, in der christlichen Welt besonders, natürlich, in der islamischen Welt nicht, weil die islamische Welt hat den Islam, brauchen sie, diese ganzen Ursachen gibt es bei uns nicht. Die nächste Ursache ist, dass der Mensch von Allah Azza wa Jal erschaffen worden ist mit bestimmten Interessen, mit bestimmten Neigungen. Und wenn diese Neigungen und diese Bedürfnisse nicht befriedigt werden, dann der Mensch gerät außer Kontrolle oder der Mensch ist nicht zufrieden. Und zu den Bedürfnissen gehört Essen, gehört Trinken, gehört Zweisamkeit, gehört auch das andere Geschlecht. Ja? Und das Problem ist bei dem Christentum, dass sie denken, weil Jesus a.s.w. nie geheiratet hat, dass das sozusagen ein Vorbild ist, dass man nicht heiraten soll. Und das ist natürlich ein falsches Verständnis. Und deswegen teilweise die katholischen Priester, teilweise sie treten, müsst ihr euch mal vorstellen, sie treten aus der katholischen Kirche aus, damit sie heiraten dürfen. Das heißt, mit einer, stell dir mal vor, ein Muslim, ein Sunni, ja, Der tritt aus der, ich meine, er ist ja überzeugt, dass das die Wahrheit ist, okay? Er tritt aus, in Anführungsstrichen, Sunnitentum aus und geht zum Schiitentum, damit er zum Beispiel Mut'a machen kann, okay? Das heißt, die Zeitehe machen kann. Das heißt, du verlässt deinen ganzen Glauben nur für irgendeine Sache, sozusagen, um deinem eigenen Bedürfnis nachzukommen, ja? Und wir wissen, die katholischen Pfarrer oder Priester, sie dürfen nicht heiraten. Und deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Oder drei. Die erste ist, sie treten aus ihrem Glauben aus und gehen woanders hin. Die zweite Sache ist, sie haben ein unerfülltes Leben und sind unzufrieden
Und das dritte ist, wal'iyadhu billah, sie stellen ihre Bedürfnisse auf verbotene Art und Weise. Egal wie es ist, aber sie machen es auf verbotene Art und Weise. Und deswegen, der Islam, alhamdulillah, sieht diese Sache natürlich. Ganz natürlich. Und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns diese Sache vorgelebt. Sogar die Propheten vor Isa haben uns das vorgelegt. Moses, wissen wir, war verheiratet. Durch den Koran, durch die Bibel. Ibrahim, wissen wir, durch den Koran und die Bibel. Ismail, wissen wir aus der Sunna, dass er verheiratet war. Unsere Propheten Nuh, alaihi salam, wissen wir durch den Koran, dass er verheiratet war und durch die Bibel. Und Dawud und Suleiman haben sogar viele Frauen gehabt. Der einzige war Isa, alaihi salam. Und das hängt mit Sicherheit zusammen mit den Umständen, in denen er gelebt hat und nicht mit der Tatsache, dass er sozusagen das propagiert, dass man nicht heiraten soll. Und deswegen verlassen manche Leute diesen Glauben und sagen, was soll ich mit einem Glauben? Wie kann es sein, dass Gott mich erschafft und steckt in mich ein Bedürfnis und dann ich darf dieses Bedürfnis nicht stillen, gar nicht. Im Islam, alhamdulillah, und dann gehen sie natürlich ins andere Extrem. Ja, dann gehen sie dann in das Extrem, dass sie sagen, man darf alles machen, es gibt keine Verbote mehr, kein gar nichts. Und der Islam, alhamdulillah, geht einen Mittelweg und sagt, du darfst dein Bedürfnis stillen, aber dafür musst du eben eine ordentliche Ehe eingehen. Und das war's. Alhamdulillah, Gott sei Dank hat uns Allah Azza wa Jal zum Islam geleitet, der Religion der Vernunft und der Religion der goldenen Mitte. Dann eines der entscheidenden Gründe, warum der Islam, warum der Atheismus sich verbreitet hat, ist ganz einfach die Abwesenheit des Islam. Denn wenn der Islam da wäre, dann würden die Menschen eine Alternative sehen und dann würden sie da hineingehen. Ja? Und da wäre, damit meine ich, in korrektem Bild natürlich dargestellt, und die Leute haben dazu Zugang und die Leute haben das verstanden und nicht in einem falschen Bild präsentiert bekommen. Denn wenn man Islam in einem falschen Bild präsentiert bekommt, das ist etwas anderes. Wir reden jetzt nicht davon. Wie dem auch sei, wollen wir uns nicht darüber zu lange unterhalten und wir gehen über zum nächsten Unterkapitel. Es geht jetzt um den Schirk in Bezug der Rububiyya. Weil wir haben es über Rubiyas unterhalten, Rubiyya. Und jetzt geht es um den Schirk diesbezüglich und um die Erscheinungsformen, Beispiele in der islamischen Umma, wie etwas von dieser Art vorhanden ist. Erstmal, liebe Geschwister, das Wort Schirk. Das Wort Schirk, liebe Geschwister, wir leiten das einfach mal vom Verb Ashraka ab. Ashraka bedeutet jemanden zum Teilhaber machen. Zum Beispiel, du hast ein Business und du machst in Anführungsstrichen Schirk mit einer Person, dann würde das bedeuten, du lässt ihn Anteile an deinem Business haben. Und dieser Businesspartner, man sagt auch Kompagnon, dieser Businesspartner, das ist dein Scharik. Das ist dein Scharik. Das heißt sozusagen dein Teilhaber. Er hat einen Anteil von deinem Business, deswegen ist er dein Scharik. Und diese Firma, würde man jetzt salopp sagen, das ist sicherlich kein richtiger juristischer Ausdruck, aber wenn zwei Leute sich zusammentun und eine Gesellschaft bilden, das heißt, wo jeder einen bestimmten Anteil an dieser Gesellschaft hat, egal ob 50-50 oder 40-60 oder wie auch immer, dann nennt man diese Gesellschaft Arabisch Sharika. Ja? Und deswegen, das ist der Begriff der Teilhaberei. Ash-Shirk ist also die Teilhaberei, sprachlich gesehen. Und in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise in Bezug auf den Tawhid, kann dieser Schirk, diese Teilhaberei, in allen drei Formen des Tawhid vorkommen, sowohl in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs, und darüber haben wir uns schon teilweise unterhalten, als auch in Bezug auf die Rububiyya und Uluhiyya. Wir reden jetzt über diesen Teil der Rububiyya. Wir reden über die Taten Allah subhanahu wa ta'ala und wollen jetzt wissen, wie kann jemand in Bezug auf die Taten Allah subhanahu wa ta'ala Schirk begehen? Die Antwort lautet allgemein, bevor wir zu den Beispielen kommen,
Allgemein lautet die Antwort, dass sobald du eine Tat, die Allah sich selbst zugeschrieben hat, einem anderen außer Allah zuschreibst, hast du Schirk begangen in Bezug auf die Rububiyya. Und das ist eine Sache, wie gesagt, die haben nicht einmal die Götzendiener zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Ihr Schirk war in erster Linie in der Uluhiyya und nicht in der Rububiyya. Und darüber werden wir natürlich auch noch inshallah reden, aber nicht heute. Ein Beispiel, an dem man erkennt, dass manche Muslime Schirk begehen in Bezug auf die Rububiyya, ist, dass sie glauben, dass manche Menschen, die rechtschaffen sind, die Allah nahestehen, und man nennt das auf Arabisch, jemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala nahesteht, nennt man auf Arabisch Wali. Der Begriff Wali hat viele Bedeutungen. Sogar die Person, die gesetzlich verantwortlich ist für eine Frau und sie verheiratet, nennt man Wali. Sogar Waisenkinder, wenn ein Vater oder ein Mann sich um sie kümmert, dann ist das ihr Wali. Und so weiter und so fort. Das Wali hat viele Bedeutungen. Bedeutet auch derjenige, der jemanden liebt. Bedeutet auch derjenige, der jemanden unterstützt. Aber für uns interessant ist hier, eine Person, die Allah Azza wa Jal nahe steht. Das heißt, Allah liebt sie und sie liebt Allah subhanahu wa ta'ala. Grundsätzlich ist diese Person ein Wali, eine Person, die kann jeder von uns sein. Das ist keine Sache, das ist keine Person, die irgendwo über den Wolken lebt, sondern das ist eine Person, die glaubt und die gottesfürchtig ist. Jede Person, die glaubt und Allah fürchtet, das heißt, die Pflichten erfüllt und die den Verboten aus dem Weg geht, jede dieser Person ist ein Wali. Und deswegen ein Wali ist nicht, wie viele Menschen denken, eine alte Person, und die entscheidend über die viele Wunder erzählt werden, eine Person, über die viele Geschichte und Gerüchte erzählt werden, dass sie Wunder vollbracht hat, beziehungsweise Allah ihr Wunder gegeben hat, und über die viel geträumt wird und die viel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam träumt. Nee, das ist nicht die Definition. Das ist alles Hokuspokus. Ja, also Hokuspokus im Sinne von alles erfundener Unsinn. Ja, warum? Weil wenn wir etwas wissen wollen, schauen wir im Koran nach. Und im Koran steht: Alla hört, inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Wahrlich, die Allah nahe stehen, die Awliya, die Awliya, keine Furcht wird über sie kommen, noch werden sie traurig sein. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Das sind diejenigen, die glaubten und stets gottesfürchtig gewesen sind. Das ist die Definition eines Wali. Und es gibt Menschen unter der muslimischen Umma, und das ist gerade natürlich oder ausschließlich sogar in Sekten verbreitet. Und zwar, sie glauben, dass bestimmte Menschen, die lebendig sind, dass sie Fähigkeiten haben, die eigentlich nur Allah Azza wa Jal hat. Also tatsächlich, auch in diesem Jahrhundert noch, gibt es Menschen, die glauben, dass andere Personen Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel, dass sie alles wissen. Oder dass sie alles sehen können. Merkt ihr? Das Wissen oder das Sehen ist eine der, eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Das wäre natürlich jetzt mehr in Bezug auf die Schirk, in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Aber auch andere Eigenschaften, sie glauben, dass sie Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel jemandem schaden können oder jemandem nützen können. Und deswegen nähern sie sich ihnen, weil sie glauben, dass sie in diesem Universum Dinge bewegen können, dadurch, dass sie Allah nahestehen. Sie glauben, sie sagen natürlich nicht direkt, die machen das, sondern sie sagen, Allah hat ihnen die Fähigkeit gegeben. Ist aber der gleiche Schirk. Also ich gebe euch ein einfaches Beispiel, weil dieses Thema, die findet man oft mit anderen Sekten. Und zwar sagen sie Folgendes. Sie sagen zum Beispiel, Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu könne im Deutschen ein Konjunktiv, das drückt also
aus einer Art gewisse Zweifel in dem, was man sagt. Und das ist auch beabsichtigt. Sie sagen, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu könne, oder besser gesagt, er macht das tatsächlich. Und zwar, er lenkt die Wolken. Er lenkt die Wolken und vieles an. Dann sagen wir, Beweis gibt es natürlich nicht. Das ist alles Geschichten aus Tausend einer Nacht. Da gibt es keine Beweise für diese, für Bid'a gibt es keine. Bid'a ist erfunden, deswegen gibt es keine Beweise dafür, außer Erfundenes. Und dann sagst du ihnen, ja, aber das ist doch eine Sache, die kann doch nur Allah machen. Dann sagen sie, ja, Moment, der macht das ja nur mit der Erlaubnis Allahs. Versteht ihr? Der macht das mit der Erlaubnis Allahs, genauso wie Isa die Toten hat lebendig gemacht, mit der Erlaubnis Allahs. Und wenn du sagst, das ist Schirk, dann musst du auch sagen, das, was über Isa gesagt wird, dass er die Toten lebendig gemacht hat, sagen sie, müsstest du auch sagen, Schirk. So, wie kommen wir aus diesem Problem raus? Das ist natürlich, haben da gar kein Problem. Weil unser Glaube in Bezug auf Isa, alayhi salatu wassalam, und alle anderen Propheten, und die Wunder gemacht haben, ist, dass man ihnen die Wunder zwar zuschreibt, aber nicht in dem Sinne, dass sie gemacht haben, sondern in dem Sinne, dass Allah sie für sie gemacht hat. Das heißt also, wenn wir sagen, Isa alayhi salatu wassalam hat die Toten lebendig gemacht, dann wird kein Mensch, der auch nur ein bisschen Grips hat in seinem Kopf, sagen, Isa hat den Toten genommen und hat die Seele wieder in den Körper reingepumpt. Ja? Das wird keiner sagen, sondern, so heißt es auch in den Geschichten der Christen, er hat einfach gerufen, Lazarus ist er, glaube ich, oder so, hat ihn einfach gerufen, komm, aus dem Grab bitte wieder raus, das war's. Und dieser Ruf, wenn dieser Ruf ein lebendig machen wäre, dann wir könnten auch Tote wieder lebendig machen. Wir brauchen nur rufen, dann kommt er. Ja? Aber ist ja nicht der Fall. Deswegen ist es genauso wie Moses, والسلام, als er vor dem Meer stand. Allah hat zu ihm gesagt, اضرب بعصاك البحر. Oder in anderen Aya heißt es, das war Al-Hajar, Entschuldigung. Aber in der anderen Aya in Surat Al-Shu'ara heißt es, Allah Azzawajal gesagt hat, du sollst mit deinem Stock auf das Meer schlagen. Und dann hat sich das Meer gespalten. Da, wenn du heutzutage mit dem Stock auf das Meer 100.000 Mal schlägst, das Meer wird sich niemals spalten. Sondern nur, wenn Allah will, dass es sich spaltet. Insofern bist du nicht derjenige gewesen, der es gemacht hat. Sondern du warst nur derjenige, der den Stock bewegt hat. Okay, das war's. Mehr hast du nicht gemacht. Und das ist unser Glaube. Aber diese Leute sagen, dass sie die Fähigkeit haben, von Allah Azza wa Jalla das zu machen. Und wer hat ihnen gegeben? Sie sagen, Allah hat es ihnen gegeben. So, jetzt sagen sie also, wie kann das Schirk sein, wenn Allah es ihnen gegeben hat? Ganz einfach. Noch einmal einen Schritt zurück zu dem, was wir über Tawhid gesagt haben. Tawhid, haben wir gesagt, bedeutet, dass wir über Allah Azza wa Jalla Dinge, in Bezug auf Allah, an Dinge glauben, die nur für ihn alleine gelten. Dass Allah ist der Schöpfer, das heißt, es gibt keinen anderen Schöpfer. Deswegen, wenn du jetzt sagst, Allah hat jemandem die Fähigkeit gegeben zu erschaffen, dann du hast zwei Schöpfer. So ist es also einfach als die Sache. Deswegen ihr Trick, der Trick von Ahl al-Bid'ah zu sagen, Allah hat ihm die Erlaubnis gegeben, Allah hat ihm die Fähigkeit gegeben, dieser Satz, davon abgesehen, dass er wieder keinen Beweis natürlich gibt auch keinen Beweis außer erfundene Sachen, davon abgesehen, das würde ja trotzdem bedeuten, dass wir jetzt, dass diese Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala zu erschaffen, nicht mehr ihm alleine eigen ist, sondern plötzlich gehört sie ihm und jemandem, den er sie gegeben hat. Und das ist Schirk. Und das ist Schirk, ganz klarer Schirk. Ja? Und deswegen ist das, eine Augenwäscherei, indem sie sagen, er macht das mit Erlaubnis Allahs. Nein, er macht gar nichts mit der Erlaubnis Allahs. Und Allah macht das alleine und er ist derjenige, der einfach nur den Stock geschmissen hat, dann wurde es zu einer Schlange und so weiter und so fort, diese Wunder, die wir alle aus dem Koran al-Karim kennen. Naam. Tayyib. Sie glauben also, das war der erste Punkt, dass bestimmte rechtschaffene, Allah nahestehende Menschen, sogenannte Awliya, eine Stufe erreicht haben, durch die sie, während sie noch am Leben sind, Dinge bewirken können. Und deswegen hat mir auch ein Bruder einmal erzählt, wie er mit einer anderen Sekte geredet hat.
Und diese Person der Sekte glaubt tatsächlich, dass sein Lehrer, sein Sheikh, sein Gelehrter oder wie auch immer, ist natürlich ein Scharlatan, ja, dass er genau weiß, was er jetzt gerade tut. Und er sagt, wenn ich jetzt meinen Lehrer anrufen würde am Telefon und ich frage ihn, was mache ich gerade, er wird mir sagen können, was ich jetzt gerade tue. Ja. Und das ist der Schirk. Das ist ein Schirk, wal'iyadhu billah, der mit gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehbar ist. Tayyib. Und deswegen glauben sie, dass manche Nahestehende Allahs sie bestimmen, wer gewinnt, wer verliert, wer gesund wird, wer nicht gesund wird, wal'iyadhu billah, alles Dinge, die nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine tun kann. Und weil diese Herzen so weit abgeirrt sind, flehen sie sogar um Hilfe an, und sie flehen sie an in Not, in einer Notlage, und bitten sie, dass sie sie befreien. Und natürlich ist das dann gleichzeitig, nur damit wir auch den Zusammenhang sehen mit den anderen Kategorien des Tawhid, das ist gleichzeitig natürlich, liebe Geschwister, Schirk von Uluhiyya auch. Also deswegen, das alles hängt miteinander zusammen. Wenn jemand glaubt, dass ein anderer Mensch irgendetwas in diesem Universum regulieren kann, dann ist es Schirk und Uluhiyya. Und wenn er dann diese Person darum bittet, dass die Folge, weil er dazu fähig ist, bete ich ihn an, um ihn darum zu bitten, dass er mir helfen soll, logischerweise. Das heißt, eine hängt vom anderen ab. Und deswegen ist es natürlich oft nicht voneinander zu trennen, der eine Schirk vom anderen Schirk. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor jeder Art von Schirk bewahren. Die zweite Art, die in der islamischen Umma vorhanden ist, ist die Art, ähnlich wie die erste, nur nicht in Bezug auf lebendige Nahestehende Allahs, sondern in Bezug auf Nahestehende Allahs, die bereits verstorben sind. Natürlich, wenn wir den Begriff verwenden, Nahestehende Allahs, dann meinen wir natürlich immer nach ihrem Verständnis Nahestehende Allahs. Denn diese Menschen, die verstorben sind, es kann sein, sie sind wirklich Nahestehende Allahs, wenn es um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht und wenn es um bestimmte Sahaba geht oder so weiter und so fort. Aber wenn sie damit andere Menschen meinen, die nach der Zeit der Offenbarung existiert haben, dann wir haben keinen Beweis dafür, dass er rechtschaffen ist oder nicht. Allahu a'lam. Und deswegen ist das natürlich dann erst recht zu verwerfen, wenn wir selbst nicht wissen, wie er bei Allah abgeschnitten hat. Ja? Und deswegen gibt es Muslime, also aufgrund dieser zweiten Form des Schirk in Bezug auf Rububiyya, und zwar, dass sie glauben, dass bestimmte Rechtschaffende und Nahestehende Allahs, bestimmte Seelen, Fähigkeiten haben, etwas zu bewirken. Sie haben Kräfte nach ihrem Tod noch und Einfluss auf unser Leben. Sie haben Kräfte, Einfluss auf unser Leben, sie bestimmen Dinge mit. Das hat dazu geführt, dass viele von ihnen zu Gräbern von verstorbenen Menschen gehen. Und dass diese Gräber, möge Allah davor bewahren, diese Mauloseen und so weiter, wie sie heißen, dass das Orte geworden sind zur Zuflucht. Das heißt, manche Menschen, wenn sie Angst bekommen, begeben sie sich zu solchen Gräbern und bitten deren Bewohner um Beistand. Oder wenn sie Kranke sind oder wenn sie kranke Leute haben, dann bitten sie die Bewohner von Gräbern um Heilung. Oder wenn sie Sorgen haben oder wenn sie irgendwelchen Kummer haben, dann sie bitten diese Menschen, die verstorben sind. Und das ist natürlich noch seltsamer als die erste Kategorie, weil der Mensch, als er lebendig war, er war da nicht dazu imstande. Und jetzt siehst du, wie der Mensch alt wird und schwach wird und krank wird. Und er braucht Leute, die ihm helfen und die ihm zu essen geben, zu trinken geben, die ihn waschen sogar. Und er wird immer schwächer und schwächer und irgendwann mal wird er so schwach, dass sein Herz aufhört zu klopfen und er stirbt. Und jetzt plötzlich glaubst du, dass er Kräfte hat, die auch nur Allah Azzawajal hat. Wo ist dieser Sprung? Ja, der Sprung, der bedarf einem Beweis und Beweis natürlich
Das ist natürlich das Grundproblem mit den ganzen Andersgläubigen oder mit Sekten, ist, die Beweislage fehlt. Also deswegen viele Sachen, liebe Geschwister, muss man erstmal mit den Leuten klar machen, was ist überhaupt ein Beweis? Wenn wir über Allah Azzawajal reden, über das Verborgene reden, was dürfen wir zum Argumenten benutzen? Woher entnimmst du deine Informationen überhaupt, wenn es über das Leben nach dem Tod geht? Woher nimmst du die Informationen? Nimmst du die Informationen aus dem Koran al-Karim? Wunderbar. Nimmst du die Informationen aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Dann bitte nur den authentischen Teil davon. Weil über den Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde gelogen. Ja? Und wenn du eine andere Quelle benutzt über das Leben nach dem Tod, außer dem Koran und der authentischen Sunna, dann muss das verworfen werden. Und hier ist der entscheidende Punkt, weil manche Menschen verwenden auch andere Quellen als diese beiden Quellen und sie beruhen sich zum Beispiel auf Träume oder eben erfundene Hadithe oder eben mein Lehrer hat mir das so beigebracht und so weiter und so fort. Ja? Und da werden die wildesten Dinge erzählt. Und Paradebeispiel ist immer, jemand behauptet, er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Traum gesehen. Und das wird ganz schön untermauert mit einem Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Hadith ist authentisch, ja, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass der Shaitan niemals die Gestalt von mir annimmt. Und das bedeutet, wenn jemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Traum sieht, in seiner Gestalt, dann kann es nicht der Shaitan sein. Andere Menschen kann sein, der Shaitan er kommt zu dir in deinem Traum in der Gestalt eines Menschen, den du liebst und sagt dir etwas und versucht dich vom Weg abzubringen. Und du denkst, ich habe die Person, du denkst, du hast deinen Großvater gesehen. Du denkst, du hast deinen Vater gesehen. Du denkst, du hast den Sohn so gesehen, den gelehrten Sohn so gesehen. Ja? Was aber gar nicht stimmt, war der Shaitan, der in seine Gestalt gekommen ist. Und aber der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, es kann nicht sein, dass jemand, dass der Shaitan in der Gestalt des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, kommt. Es kann nicht sein. Und das ist natürlich ihre Beweisgrundlage. Und deswegen sagen sie, wenn jemand, und deswegen erzählt dann immer die Sektenführer erzählen, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Traum gesehen haben und das kann ja nicht der Shaitan gewesen sein und er hat mir gesagt, meinetwegen, du und deine Gemeinschaft, ihr geht alle ins Paradies und die anderen sind alle auf dem falschen Weg. Oder die Welt wird in so und so vielen Jahren untergehen. Oder es gibt ganz viele komische Geschichten, die erzählt werden diesbezüglich. Die Leute vergessen eine entscheidende, oder besser gesagt, zwei entscheidende Regeln. Dieses Thema finde ich wichtig, deswegen rede ich dafür gerade ein bisschen ausführlicher. Weil es gibt nur zwei Quellen in Bezug auf das Verborgene. Das ist der Koran und die authentische Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Alles andere gibt es nicht. Sogar die Aussagen der Sahaba über das Verborgene, sie können es nur gehabt haben, entweder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam oder sie erzählen das über die Kinder Israels, über die Juden, die Christen. Und wenn sie über die Juden, Christen etwas erzählen, dann müssen wir unterscheiden. Aber wenn sie etwas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam indirekt erzählen, müssen wir es nämlich annehmen. Das heißt, wieder die gleiche Quelle. Wir haben genau die zwei Quellen. Mehr haben wir nicht. Welche zwei Fehler sind die entscheidenden Fehler, die solche Menschen begehen? Die sich auf Träume stützen, denen sie sagen, sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen. Der erste Fehler, den können wir aus dem Koran al-Karim ableiten. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Das heißt, die Religion Allahs ist zu 100% vorhanden, zu 100% offenbart worden. Es gibt nichts mehr, was nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam der Religion hinzugefügt werden kann. Gibt's nicht. Du kannst nur darauf aufbauen, davon profitieren, davon ableiten, aber es kann nicht sein, dass nach dieser Sache noch etwas kommt, was haram ist, was vorher halal war. Oder dass es einen neuen Hadith gibt nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder es eine neue Aya gibt. Oder eine Aya weggeht. Oder so weiter und so fort. Das gibt es nicht. Weil die Religion ist abgeschlossen. Fertig. Und wenn jemand behauptet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hat im Traum, das dem widerspricht, was wir schon von der Religion Allahs kennen,
oder irgendetwas fügte der Religion hinzu, dann wissen wir, dass es nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewesen sein kann. Das ist der erste Grundsatz, den wir uns merken müssen. Der zweite Grundsatz ist auch gleichzeitig die Antwort auf ein Problem, das sich jetzt gerade vielleicht ergeben hat. Jemand sagt, ja, aber ich habe den Propheten gesehen, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat mir das und das gesagt. Und das ist eine Hinzufügung zur Religion. Was soll ich jetzt machen? Die Antwort lautet, lieber Bruder, liebe Schwester, dass diese Angelegenheit, dass der Shaitan nicht die Gestalt des Propheten sallallahu alaihi wasallam annimmt, das ist zwar wahr, aber was bedeutet das für uns in der Praxis? Das bedeutet in der Praxis, erstens einmal musst du dir sicher sein, dass erstmal musst du die Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam kennen. Richtig? Wenn du nicht weißt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam aussah, dann kann der Shaitan sehr wohl zu dir im Traum kommen und sagen, ich bin der Prophet Allahs und so weiter und so fort. Okay? Das heißt, wenn du nicht weißt, wie er aussieht, dann kann dich sehr einfach reinlegen. Die zweite Sache ist, und das ist auch eine sehr wichtige Sache, egal wie genau du aus den Überlieferungen gelernt hast, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam aussah, du wirst niemals genau wissen können, wie er genau aussieht. Geht nicht. Nur diejenigen, die ihn wirklich mit den eigenen Augen gesehen haben, wissen, das ist das Bild des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Du und ich, nur weil du zum Beispiel gehört hast, dass er schwarze Haarfarbe hatte und eine weiße Hautfarbe hat und dass er durchschnittlich groß war und so weiter und so fort. Nur diese Eigenschaften alleine, da ist immer noch eine riesige Verwechslungsgefahr da. Versteht ihr? Und deswegen, wenn jemand behauptet, er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen, dann ist das eine schöne Sache für ihn selbst und verpflichtet niemand anderen dazu, daran zu glauben. Weil die Religion ist abgeschlossen. Und was du glauben musst, ist abgeschlossen. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet, fertig. Und deswegen, wenn jemand kommt und sagt, ich habe irgendwas erfahren, da kam der Prophet zu mir im Traum und hat mir irgendwas gesagt, das und das, das musst du machen, dann sagen wir, Bruder, natürlich darf er nicht daran handeln, weil die Religion darf nichts hinzufügen, wissen wir. Aber sagen wir, wenn überhaupt, mach das für dich. Ich bin nur verpflichtet, dem Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Und das gehört nicht zur Sunna des Propheten dazu und ist für mich kein Beweis und kein Argument gegen mich. Und das ist der zweite, also wie gesagt, entscheidende Satz, dass wir eben sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, egal wie genau du ihn kennst, so wird diese Beschreibung dir nicht ausreichen, um dich vor Verwechslungsgefahr zu beschützen. Und deswegen ist das kein Argument und keine Quelle der Offenbarung. Die Träume sind keine Quelle der Offenbarung in dem Sinne, nicht falsch verstehen, in dem Sinne, dass man der Religion etwas hinzufügt oder davon was wegnimmt. Ja? Ansonsten natürlich kann es wahre Träume geben. Natürlich kann es Träume geben, dass Allah subhanahu wa ta'ala teilt dir etwas, einen Traum mit. Das gibt es, zweifellos. Dass Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas Bestimmtes mitteilt über eine bestimmte Person. Oder du etwas verloren hast und du bekommst im Traum die Information, wo sich diese verlorene Sache befindet. Und du gehst hin, du findest es. Da, wo der Traum dich darauf hingewiesen hat. Oder du weißt es. Wie gesagt, solche Träume gibt es. Und viele Menschen deswegen haben Sachen geträumt und gibt es Interpretationen dazu und sie haben auch dazu geführt haben korrekte Informationen beinhaltet. Ja? Nur wie gesagt, ist das kein Thema, mit dem man übertreiben sollte und es ist keine Quelle der Offenbarung. Darum geht es uns. Keine Quelle für unsere Religion. Das heißt, wir entnehmen unsere Religion nicht daraus. An dieser Stelle machen wir kurze Pause, barakallahu fikum. Ungefähr 5 Minuten, dann machen wir inshallah weiter, barakallahu fikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Die dritte Art
Und das ist nur eine lediglich, das sind nur verschiedene Beispiele. Dritte Art davon, der Schirk in Bezug auf die Rububiyya, die vorhanden ist in der islamischen Umma, ist, dass manche Leute sich fürchten und Angst haben vor den Dschinn. Und dass sie um Hilfe bitten und um Beistand bitten. Und dass sie sich ihnen durch Opfertiere nähern. Wie zum Beispiel Opfertiere, die am Rande von Brunnen nach dem Ausgraben eines Brunnens geopfert werden. Oder Opfertiere, die nachdem man ein Haus gebaut hat, und bevor man dort eintreten möchte, dann opfert man ein Tier für diese Djinn, sodass sie das Haus sozusagen beschützen. Oder dass sie einen bewahren vor ansteckenden Krankheiten. Und so weiter und so fort. Das sind alles Arten von Schirk, denn man muss verstehen, es gibt verschiedene Arten von Angst. Und darüber werden wir inshallah in den nächsten Unterrichten sprechen, wenn wir über Ibadat sprechen, über Gottesdienste sprechen. Und es gibt Ibadat für das Herz. Und eine Ibadat für das Herz ist Angst und Furcht, dass sie nur für Allah ist. Und da müssen wir verschiedene Arten von Angst und Furcht voneinander unterscheiden. Und hier ist damit gemeint, dass jemand zum Beispiel sich fürchtet vor den Dschinn, weil er glaubt, dass sie bestimmte Fähigkeiten haben, die nur Allah hat, subhanahu wa ta'ala. Okay? Und das ist damit in diesem Fall gemeint. Oder wie gesagt, die anderen Beispiele, dass man opfert als Art Gottesdienst, als Art Annäherung, um sie zufriedenzustellen. Das alles Arten von Schirk, bei denen wir bitten, dass Allah uns davor bewahrt. Eine weitere, vierte Art ist die Verherrlichung oder die übertriebene Verherrlichung von bestimmten Menschen, das heißt von bestimmten Sektenführern, von bestimmten Sektenführern, in denen man ihnen zum Beispiel gehorcht in Angelegenheiten, die haram sind. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, du musst beten. Und sie sagen, nein, du brauchst nicht mehr beten, zum Beispiel. Und dass man ihnen darin glaubt, in dem, was sie sagen, und dass man ihnen folgt, in dem, was sie an Neuerungen, an Bid'ah gesetzlich machen und verschiedene Sunnah-Handlungen, die sie erfunden haben. Indem sie einem zum Beispiel sagen, du sollst nach jedem Salah 1000 Mal Allahumma salli ala Muhammad sagen. Oder das heißt, diese verschiedenen Bid'ah. Dass man ihnen darin gehorcht, das ist eine verwerfliche Sache, denn nur Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, was halal und bestimmt, was haram ist. Und hier ist die große Gefahr, dass man diesem Schirk verfällt. Warum? Weil Allah sagt im Quran al-Karim, Surah Taube 31, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Sie haben ihre Schriftgelehrten und ihre Mönche zu Herren neben Allah genommen und ebenso den Messias, den Sohn der Maria. Sie haben zu Herren genommen, zu Rabb genommen. Gemeint ist hier zu Gegenstand der Anbetung. Also sie haben sie angebetet. Wama umiru, der Beweis dafür ist jetzt, Wama umiru illa liya'budu ilahan wahida. Obwohl ihnen doch nur angeordnet war, dass sie einen einzigen Gott anbeten sollen. La ilaha illahu. Es gibt keinen Gott außer ihm. Subhanahu amma yushrikun. Hoch erhaben sei er über das, was sie ihm beigesellen. Als Adi radiallahu ta'ala anhu diese Aya gehört hat, sagte er, wir beten sie doch gar nicht an. Er meint die Juden, wir Juden, wir beten sie doch gar nicht an. Das war natürlich vor seiner Islamannahme radiallahu anhu. Er sagt, wir beten sie doch gar nicht an, die unsere eigenen Gelehrten. Weil er hatte das Verständnis gehabt, wie viele Leute haben, dass gemeint ist, dass man einen Gottesdienst für sie verrichtet, indem man sich zum Beispiel für sie niederwirft. Er sagt, wir beten sie doch gar nicht an.
Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Alaysu yuhilluna lakum al-harama fatuhillunah wa yuharrimuna alaykum al-halala fatuharrimunah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Ist es nicht so, dass sie euch das Verbotene erlauben, woraufhin ihr es ebenfalls erlaubt? Und ist es nicht so, dass sie euch das Erlaubte verbieten, woraufhin ihr es ebenfalls verbietet? Er sagte, selbstverständlich, so ist es. Das steht jetzt nicht im Hadith drin, aber Beispiel, Allah sagte, Zinsen sind verboten. Was haben die Juden gemacht? Sie haben gesagt, Zinsen sind verboten mit Andersgläubigen, aber unter uns, Entschuldigung, erlaubt sind sie mit Andersgläubigen und verboten sind sie nur unter Juden an sich. Und das ist eine Verfälschung der Worte Allahs, hat er nicht gesagt, subhanahu wa ta'ala. Er sagte, selbstverständlich, das machen wir. Genau, sie sagen, es ist verboten, sie sagen halal und wir folgen ihnen darin. Und daraufhin sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ. Das genau ist ihre Anbetung. Das genau ist ihre Anbetung. Und deswegen glauben wir, dass wir Muslime, dass es dringend so ist, dass niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala bestimmen darf, was haram und was halal ist. Nicht, dass jetzt jemand kommt im Nachhinein und sagt, der Gelehrte so und so sagt aber immer haram und sagt immer halal. Das ist nicht gemeint. Der Gelehrte, muss sich berufen auf was? Er muss sich berufen auf eine Aya, auf einem Hadith, auf eine Regel, die er anwendet. Das heißt, der Gelehrte, der erfindet nichts von sich aus, sondern der Gelehrte beruht oder beruft sich auf den Regeln, auf die Regeln, die er aus dem Islam gelernt hat. Wie zum Beispiel, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas verbietet, wenn Allah sagt, du darfst das nicht machen, dann sagt der Gelehrte, das ist haram. Obwohl da nicht steht, das ist haram. Sondern es steht einfach nur, du sollst das nicht machen. Okay? Dass man das nicht falsch versteht, sondern das eine ist eine Sache, das andere ist was ganz anderes. Die Ulama, die Gelehrten des Islam, wenn zum Beispiel eine neue Angelegenheit heutzutage auftaucht, ganz einfaches Beispiel. Damals hat man Alkohol zum Beispiel aus Trauben hergestellt, Wein aus Trauben hergestellt. Okay? Und heutzutage gibt es aber alkoholische Getränke, die aus anderen Sachen hergestellt werden als aus Trauben. Ja? Fragt mich nicht, woraus. Ich würde es euch auch nicht sagen, selbst wenn ich es wüsste. Aber unabhängig davon, zum Beispiel gibt es Getränke heute, Champagner. Jetzt kommt der Gelehrte und sagt, Champagner ist haram. Fragst du ihn, hast du eine Aya dafür? Sagt er, nein. Hast du ein Hadith? Sagst du, nein. Sagst du, du bist kein Gelehrter. Nein, das ist nicht damit gemeint. Und dann hier, der Gelehrte hat aus dem Islam gelernt, warum Wein verboten wurde. Der Grund ist nicht, weil es aus Trauben entsteht, weil sonst dürftest du keinen Traubensaft mehr trinken, sondern der Grund ist eben, weil es berauscht. Weil es eine berauschende Wirkung hat. Der Grund ist eben der Ethanol da drin. Und deswegen sagt er, alles, was berauscht, auch wenn es nicht Ethanol ist, alles, was berauscht, das ist islamisch und sprachlich gesehen im Arabischen Khamr. Khamr ist Wein und Khamr ist alles, was den Geist benebelt, sprachlich. Okay? Deswegen sagt er, es geht um das Prinzip und deswegen sagt er ausdrücklich, dass Drogen sind haram. Champagner ist haram. Whisky ist haram. Und hat damit kein Problem und hat über Allah nicht etwas gesagt, was Allah nicht gesagt hat, sondern Allahs Religion ist gültig für alle Zeiten und für jeden Ort und ist nicht beschränkt auf das, was es damals zur Zeit des Propheten gegeben hat. Und das ist auch die Gewaltigkeit der islamischen Religion, weil sie überall anwendbar ist und für jede neue Angelegenheit auch eine Antwort hat. Die letzte Anmerkung, die wir machen in Bezug auf den Schirk, der verbreitet ist in Bezug auf die islamische Umma, in Bezug auf die Rububiyya, ist, dass manche Sektenführer, sie haben es geschafft, die Menschen so stark unter Einfluss zu haben, dass diese Menschen ihren eigenen Verstand ausgeschaltet haben. Und dass diese Menschen ihren Verstand nicht mehr benutzen. Man hat ihnen gesagt, der Koran al-Kalim ist das Wort Allahs und wer über das Wort Allahs etwas Falsches sagt, A'udhu Billah, der ist aus dem Islam schon draußen.
Deswegen wehe dir, dass du über Allah lügst. Und die schlimmste Sünde ist, über Allah zu lügen. Deswegen wehe dir, wenn du etwas nicht verstehst, oder besser gesagt, wenn du etwas wissen willst, dann schau auf keinen Fall im Koran nach. Schau auf keinen Fall im Koran nach, weil sonst könnte es passieren, dass du einen Fehler machst. Und wenn du einen Fehler machst, bist du draußen. Okay? Das ist ihre Vorgehensweise. Deswegen musst du deinen Lehrer erstmal fragen. Und natürlich ist das eine falsche Vorgehensweise. Da ist natürlich ein bisschen Wahrheit dran, aber sie sagen das und sie meinen damit etwas Falsches. Denn der Koran al-Karim ist ein Buch, das für alle Menschen herabgesandt worden ist. Der Koran al-Karim ist ein Buch, dessen zentrale Botschaft jeder gesunde Mensch versteht. Der Koran al-Karim ist kein Buch, das nur jemand verstehen kann, der jahrelang studiert hat. Ich rede von der zentralen Botschaft. Ich rede davon, dass wenn du liest im Koran al-Karim, du verstehst, dass du beten musst. Du verstehst, dass es nur einen Gott gibt. Du verstehst, dass du niemanden anbeten darfst, außer Allah Azza wa Jal. Du verstehst, dass er den ist, der versorgt. Du verstehst, dass du an das Leben nach dem Tod glauben musst. Und so weiter und so fort. Das heißt also, die zentrale Botschaft des Koran, die versteht jeder. Und das ist auch das, was von dir verlangt worden ist. Und die Feinheiten, die Einzelheiten, natürlich kann es sein, dass du das nicht verstehst, dass du es falsch verstehst, aber das sind auch nicht die Grundelemente der Religion. Das sind auch nicht die Grundelemente der Religion, was man Usul al-Din nennt. Usul al-Din sind in erster Linie die 6 Iman-Inhalte und meinetwegen die 5 Säulen des Islam und so weiter und so fort. Das heißt, die ganz prinzipiellen Angelegenheiten, die jeder Mensch lesen kann und verstehen kann. Braucht man nicht dafür ein Doktor sein oder ein Professor sein. Und deswegen, wenn man solchen Menschen vorlegt, aus dem Koran al-Karim, dass Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, dass man im Bittgebet jemand anderes anruft, außer Allah. Allah sagt im Koran al-Karim, zum Beispiel, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Euer Herr hat gesprochen, ruft mich an, macht Dua zu mir, ich werde euch euer Gebet erhören. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass diejenigen, die den Gottesdienst jemandem anderes erweisen werden, sie werden erniedrigt in die Hölle eingehen. Und Allah sagte, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Allah sagte, wer jemanden anderes anruft außer Allah, ohne einen Beweis zu haben, und den hat er natürlich nicht. Deswegen, das ist keine einschränkende Bedeutung, sondern das ist eine Verdeutlichung dessen, was tatsächlich der Fall ist. Das heißt, wer jemanden anderes außer Allah anruft, Dua macht, wobei er keinen Beweis hat, also wenn er wenigstens einen Beweis hätte, aber hat nicht mal einen Beweis dafür, فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, dessen Abrechnung obliegt Allah. Das ist eine Drohung. Das heißt, du wirst dich darauf gefasst machen müssen, Allah wird mit dir abrechnen. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, denn diejenigen, die ungläubig sind, werden niemals erfolgreich sein. Deswegen ist der Dua zu jemand anderem aus Allah Kufr. Schmeißt einem aus dem Islam raus. Und deswegen, wenn jemand diese Ayat liest und dann sagt, ja Moment, mein Sheikh sagt aber was anderes, dann heißt es, er hat seinen Verstand manipuliert. Er hat Gehirnwäsche mit ihm gemacht. Das heißt, dieser Mensch denkt nicht mehr normal. Deswegen muss man ihm helfen, natürlich. Das heißt ja nicht, wir müssen immer auch vorsichtig sein. Wenn wir solche Taten verurteilen, dann heißt das nicht, dass wir keine Barmherzigkeit haben mit der Person, die diesem verfallen ist. Denn es gibt, liebe Geschwister, viele Menschen, die keine Ahnung haben. Es gibt viele Menschen, die diese Sachen machen, weil sie so gelernt haben. Und hätte man es ihnen beigebracht richtig, hätten sie es auch gemacht. Hätten sie es auch richtig gemacht. Ja? Und deswegen muss man immer aufpassen, es gibt diejenige Person, die was lernen möchte, und es gibt diejenige Person, die überheblich ist und die Wahrheit ablehnt und die Wahrheit gar nicht kennen möchte. Und deswegen auch eine, damit schließen wir ab, inshallah, als ich einmal einen getroffen habe von einer dieser Sekten, der hat, die sagen natürlich über ihren Lehrer immer, das ist ein Wali. Das ist ein rechtschaffender Mensch, ein nahestehender Allah, also ein
ein super Kerl, ja, der kann alles. Auf jeden Fall ist er, der betet, ist gottesfürchtig und alles mögliche. Und dann habe ich ihm eine Aya aus Surat An-Najm gezeigt, der Stern. Allah sagt in dieser Aya, فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ. Das heißt, auf Deutsch ungefähr übersetzt, ihr sollt euch nicht selbst läutern. Das heißt, ihr sollt nicht über euch selbst solche gute Sachen sagen. Das heißt, ihr sollt nicht für jemanden anders ein Zeugnis abgeben und sagen, der Mann ist in Ordnung. Okay? Und als er diese Aya gelesen hat, war er verblüfft. Gott sei Dank hat er sie nicht verworfen, Alhamdulillah. Aber der gläubige Mensch jetzt, was muss er machen? Er muss sagen, Allah spricht die Wahrheit. Dieser Mann hat gelogen und das war's, fertig. Weil es kann nicht sein, dass Allah, dass der Mann, was die Wahrheit spricht, den Koran widerspricht. Deswegen dürfen wir niemals über einen Menschen sagen, dass er im Paradies ist oder in der Hölle ist. Oder dass er im Paradies und Hölle ist. Es sei denn, Allah hat es schon gesagt oder der Prophet hat es uns mitgeteilt, sallallahu alaihi wasallam. Und das gilt eben nur für die Menschen damals und für sonst kein Mensch an sich dürfen wir mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, dieser Mensch, genau dieser Mensch, wird im Paradies sein. Allahu a'lam. Du weißt es nicht mal über dich selbst, wie willst du es dann über andere Menschen wissen? Und deswegen ist ganz wichtig, dass man hier auch seinen Verstand benutzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer Augenlicht geben. Und ich meine hiermit besonders das Augenlicht der eigenen Herzen, dass man die Wahrheit als Wahrheit erkennt und die Falschheit als Falschheit erkennt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns niemals blind machen aufgrund unserer Sünden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben, die, auch wenn sie so viel wären, dass sie bis zum Himmel reichen, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie alle für uns vergeben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, für ihn ist es eine einfache Sache. Er sagt zu einer Sache nur sei und dann ist sie. Und für Allah subhanahu wa ta'ala ist es keine Erschwernis, die Sünden zu vergeben, denn wir haben ihn dadurch niemals geschadet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, für ihn subhanahu wa ta'ala ist es eine, jede Sünde, die der Mensch begeht, ist zu seinem eigenen Nachteil und sie wird niemals Allah subhanahu wa ta'ala schaden können. Und deswegen ist es so einfach für ihn zu vergeben und deswegen bitten wir ihn auch immer darum, dass er uns vergibt. Barakallahu fikum für eure Anwesenheit, möge euch segnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.